Hi, MK, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Wie ihr wahrscheinlich schon gelesen habt, fliegen wir heute nach Seoul Sing. Let's go! It's not a game, it's a rich game. Hey Freunde, wir sind jetzt endlich im Hotel angekommen. Boah, der Flug hat irgendwie so lange gedauert. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber wir sind in Hongdae und ja, ist eigentlich ganz chillig. Und falls euch interessiert, wie man vom Flughafen zu seiner Station kommt und zu seinem Hotel, habe ich ein Tutorial für euch gedreht, das findet ihr auf TikTok. Und wir schminken uns jetzt ab, schminken uns neu, ziehen uns um, machen uns einfach nochmal frisch und gehen dann raus und erkunden Hongdae. Okay, wir sind jetzt ready und ich habe sehr viele Fragen zu dieser Hose bekommen. Achtet nicht auf die Socken. Die Hose ist auf jeden Fall von Bershka. Ich denke, die gibt es auch noch, weil die habe ich erst vor kurzem gekauft. Und natürlich tragen wir auch eine Jacke, denn es ist wirklich sehr kalt draußen. Anu, freust du dich heute Seoul kennenzulernen? Yes. Aber man muss bedenken, es ist Montag. It's a Monday. Deswegen wird nicht so viel los sein. Aber wir gucken einfach mal. Okay, Freunde, als erstes gehen wir in den Line Friends Store und ich zeige Anu, was es da so gibt. Also, wir haben hier ganz viel in Store. Das ist ein echt süß, Mann. Kostet ca. 18 Euro sowas. Ich hoffe, man hört mich auf ihrem Budget. Alles in süß. Hier könnt ihr zum Beispiel, so Aroma reinmachen und dann sieht das so aus, als würde Dampf aus diesem Vulkan kommen und dann chillt halt so ein Bär daneben. Ist halt ein Vibe. Oder auch so Handyhüllen, wenn man möchte. Ach, wie süß, Mann. Leute, wie süß ist bitte dieser Himmelfeier? Die chillen einfach so in so einem Bathtub. Und jetzt läuft auch noch BTS. Das ist doch alles perfekt. Vor allem, das habe ich euch schon mal gezeigt. Oh mein Gott, die haben eine Maske an. Wie süß ist das denn? Also wenn ihr Snoopy wollt, dann könnt ihr auch Snoopy haben. Wenn ihr Hello Kitty wollt, könnt ihr auch Hello Kitty haben. Und wenn ihr Pikachu wollt, könnt ihr auch Pikachu haben. Leute, das war Joshua. Man hat ihn nicht mehr gesehen. Wir sind so leicht entertained. Ich wünschte, ich hätte alle diese Lightsticks einfach zu Hause. Wie geil wäre das? Wie nice wäre das bitte? Aber Freunde, es ist trotzdem ein teurer Spaß. Ich möchte euch das nur mal gesagt haben. Oh mein Gott! Oh, guck mal, wie süß! Also, wenn man One Piece mag, dann hat man, glaube ich, hier seinen Lieblingsstore gefunden. Der Laden heißt Animate und ist in so einem, in so einer Mall im Prinzip. Also so Figuren kosten hier ca. 23 Euro. Das sieht so süß aus. Okay, wenn das nicht cool aussieht, weiß ich auch nicht. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Animes guckt und wenn ja, was euer Lieblingsanime ist. Detective Conan ist echt auch ein Top-Anime, muss ich sagen. Hier haben wir Demon Slayer. Anu, hast du die Demon Slayer gesehen? Dragon Ball, für die, die Dragon Ball mögen. Oder auch, wo ist Naruto? Da, Naruto. Und hier haben wir die Tiny Tan Versionen hier von BTS. Die kosten hier ca. 15 Euro. Es geht noch weiter. Alter, wie süß. Leute, einfach Haikyuu. Wie süß ist das bitte? Nachdem wir ein bisschen shoppen waren, suchen wir jetzt Essen. Aber das Ding ist, Anu ist Vegetarierin und ich finde es sehr schwierig, vegetarisches koreanisches Essen zu finden. Deswegen bin ich mal gespannt, ob wir es hinkriegen, aber wir gucken mal. Und willkommen. Okay, wir haben gerade Essen bestellt, aber es ist sehr schwer für Vegetarier, muss ich sagen, weil fast alles, vor allem hier in dieser Hongdae Main Street, ist halt Korean Barbecue oder Chicken. Und deswegen ist es schwierig, was Vegetarisches für meine Schwester zu finden, aber wir haben Tteokbokki bestellt. Wir haben einmal Rose Tteokbokki und normales Tteokbokki. Ich wollte schon immer mal beide probieren, weil ich mag Rose eigentlich besser, aber wir gucken mal. Wir waren jetzt essen und hat dir Rose Tteokbokki geschmeckt? Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt gucken wir mal, ob noch irgendwas hier auf hat. Es ist wie gesagt Montag, aber wir gehen einfach mal die Gegner kunden.